einstigen Freundin und Geliebten gelangte Geralt ins Dorf Weißgarten. Die Zauberin schien nur ein paar Schritte entfernt, doch sie blieb ungreifbar. Ja, huhu, hier wieder beim Koali und bei The Witcher 3 Wild Hunt. Ach, ist gerade ein bisschen laut auf meinem Kopfhörer. So. Schauen wir nochmal, oh, hier gibt's Zeug. Und ja, immer noch bei dem Greifenlager und da vorne ist ein Fragezeichen. Mal gucken, was das denn so ist. Ein Fragezeichen ist ja immer irgendwas, was. Magie. Ein Ort der Macht. Ein Ort der Macht? Okay. Ort der Macht. Halten zu enthalten. Einen Fertigkeitspunkt erhalten. Ja, das ist doch super. Nehme ich. So, wir müssen aber eigentlich Kreuzdorn finden. Oh, unser Quenzeichen ist auch verbessert. Kreuzdorn finden. Dann holen wir erstmal hier Plötze. Wo ist das faule Pferd schon wieder? Da. Ja. Zack. Und Kreuzdorn finden. Los, Plötze. Wir müssen Kreuzdorn finden. Denn wir wollen ja den Greif erlegen. Aber Vorsicht, da sind Gegner. Und da wir ein bisschen Erfahrungspunkte brauchen, nehmen wir auch den Wag hier mit. Verdammt, bist du hässlich. Das ist halt ein Wolf, ne? Ich fand, das war jetzt ein... Für einen Wolf war der gar nicht so hässlich. Da ist noch ein Wolf. Mehr. Zack. Cool gemacht. Ja, diese Druckwelle soll auch ziemlich effektiv sein, auch wenn man die steigert? Nee. Stärker macht. Okay, hier sind noch mehr. Okay. So wie dieses bisschen Wolfsgebiet hier, ne? Ein bisschen Zeug einsammeln. Aber hier liegen auf jeden Fall auch schon so Kadaver rum, wahrscheinlich hier von die Wölfe erlegt haben. Finde ich eigentlich ganz cool gemacht, dass die wilden Tiere hier selbstständig irgendwie Zeugs machen. Zack! Wolfsleber. So, wir sind noch 300 Meter oder 300 Schritt von dem stinkenden Kraut entfernt. Taucht auf wie eine Furzblase im Wasser. Ja. Hoffentlich hat er nicht mit mich gemeint. Wir müssen hier Kräuter sammeln. Man müsste dadurch. Ich glaube, das Einsammeln ist hier relativ wichtig in diesem Spiel. Ja, nicht alles. Hallo Junge. Pillen? Kaust du die oder schluckst du die ganz runter? Was für Pillen? Ich weiß nicht, was du meinst. So, Schafe. So, hier müsste jetzt irgendwo das Zeug zu finden. Ach stimmt, wir mussten dafür in den Fluss rein. Okay, können wir mal schwimmen. Ist ja gerade schön draußen. Schön schwimmen gehen, ne? So. Da unten ist das Zeug. Tauchen. So, ist hier sonst noch irgendwo was? Sieht nicht danach aus. Ein bisschen mehr davon aufsammeln.
auftauchen. Nicht, dass wir hier nachher noch sterben. Ich habe getan, was ich konnte. Ich sollte mit Wesemir reden. Mit Wesemir reden ist auch immer gut. So, Plötze. Auf zu Wesemir. Zap. Weiter so, Plötze. Schneller Propellerplötze, würde ich mal sagen. Leute mal, trinkst du ein Gläschen mit mir? Hier ist er, glaube ich, jetzt. So, absteigen. Hallo. Am Wald? Bojan Klimik. Guter Mann, Meister Hexer. Obwohl er... Schon gut. Dieser Bojan. Wagt er sich bald her, um sein Getreide zu inspizieren? Wozu? Es ist noch lange nicht Erntezeit. Ja? Hey. Was ist denn, Wolf? Es gibt gute und schlechte Neuigkeiten. Die gute zuerst. Der Hauptmann der Nilfgaardischen Garnison weiß, wo Yennefer hin ist. Die schlechte. Wir müssen den Greif für ihn töten. Was sollte er sonst von zwei Hexern verlangen? Weiter, sag mir, was du weißt. Der Greif hat sein Lager verlassen. Wir müssen einen Köder auslegen und eine Falle stellen. Und? Wie geht's voran damit? Ich habe ein paar Dinge erfahren. Er ist ein Männchen und hatte ein Nest im Fuchswald. Die Nilfgaarder haben das Nest niedergebrannt, sein Weibchen getötet und die Eier zerstört. Und geglaubt, das Problem wäre gelöst. Immer das Gleiche. Statt einen Experten zu holen, versuchen die Leute es selbst und machen alles noch schlimmer. Ich hab den Kreuzdorn. Das sollte klappen wie am Schnürchen. Intensives Aroma. Gestank wohl eher. Du Stadtjunge. Verwesung, Dung, Pisse. Das sind übliche Gerüche auf dem Land. Weißt du noch? Die Jagd auf den Zeugel in dieser Müllhalde in Dreiberg. Du hast den halben nächsten Tag gebadet und dich geschrubbt. Wie könnte ich das vergessen? Wirst du je aufhören, es zu erwähnen? Schön. Wenn alles soweit ist, sag Bescheid. Dann legen wir los. Ja, Zeit für die Falle. Ich bin bereit. Warten bringt nichts. Suchen wir einen guten Ort für einen Hinterhalt. Ich weiß schon einen. Die andere Flussseite. Da sind Felder und ein Wäldchen. Viel Platz und weit genug weg, dass uns niemand in die Quere kommt. Gut, wir treffen uns dort. Wir haben hier was bekommen. Gleich mal alles gucken hier. Das können wir mal ausrüsten. Die Schwerter. Oh, hier haben wir ein besseres Schwert. Sehr gut. Dies läuft. So. Meine Großmutter hat mir vom Schmiedejungen erzählt. Er war eines Tages verschwunden. Also haben die Leute einen... Und komm schon! Er hat gezappelt und geschrien. Bumm! Suchst du Ärger? Wollen wir mal einen Greifen erlegen gehen, wie? So, hallo Wesemir, in dessen Bauer. Wo ist der Wesemir denn? Bin ich an dem vorbeigelaufen? Tatsache, ich bin voll an dem vorbei. Ja. Ein Fluss, goldene Getreidegarten, charmanter Ort. Ideal für einen Hinterhalt. Ich weiß, worauf ich achten muss. Und? Bereit? Fangen wir an. Der Wind steht gut, der Ködergeruch wird sich rasch verteilen. Jetzt müssen wir nur noch warten. Komm! Wir verstecken uns im Schatten dieser Birken. Sag mal, wenn wir Yennefer finden, was machst du dann? Hast du einen Auftrag im Sinn? Nein. Ich gehe nach Kaer Morhen. Bisschen früh für die Winterpause. Der Schnee ist noch weit weg, ja. Das ist ja das Problem. Nilfgaard hat den Ponta im Osten überquert.
Sie sind also etwa 7 Tagesmärsche von Kaer Morhen entfernt. Erreichen Sie das Tal, bevor die Pässe eingeschneit sind. Nun, wir müssen unsere Spuren verwischen, unsere Wege vertuschen. Wo wir vom Wintereinbruch reden, meinst du, du kommst dieses Jahr? Vielleicht. Vielleicht mit einem Gast. Der Greif. Achtung, er ist ganz nah. Heißen wir ihn herzlich willkommen. Warte, in dies. Eine Armbrust? Im Kartenspiel gewonnen, während du durch die Gegend geturnt bist. Könnte noch nützlich werden. Sieh einer an. Uns Lektionen über Laster halten, aber selber ein Spieler sein. Hör auf zu reden. Wir müssen einen Greif töten. Vorsicht! Wir können die Armbrust ausrüsten. Ausprobieren. Aua! Sollten wir mal hier uns ein Schutzschild machen. Vorsicht! Sturzflug! So, okay. Sehr schön. Und ein Treffer. Der ist schnell! Aua, ich stehe schon, Alter. Nix da hier. Kommen wir zurück. Lass ihn nicht entwischen! Ach, daneben. Daher. Heya! Da oben ist er. Habe ich kommen sehen. Aber ich konnte es nicht mehr verhindern. Komm. So, da ist er wieder. Die Arm muss mal echt kaum schaden. Und das Greifen macht ihn irgendwie auch nicht richtig schaden. Ich bin nicht damit zu beschweren. Gut ist er, der Greif. Schlecht. Nicht schlecht. Auch wenn du noch dies und das verfeinern könntest. Man lernt bis an sein Lebensende. Hexer nicht. Es sei denn, sie wünschen ein frühes Ende. Später mehr dazu. Bring den Schwarzen den Greifenkopf. Ich mach die Pferde bereit. Treffen wir uns in der Herberge. Oh ja, jetzt wird geköpft, wa? Ah. Okay. Jetzt könnten wir denen das Zeugs bringen. Machen wir auf, ne? Erstmal gucken wir uns hier noch ein bisschen die Blumen. So, und dann bringen wir... Komm schon! Unsere Trophäe mal zu denen und schauen dann, wo Yennefer ist. Ah. Rüberspringen geht auch. Willst du Ärger? Willst du Ärger? Hm. So. Oh, Gegner. Na, komm her. Ertrunkener. Da ist noch einer.
wollen wir den mit der Armbrust erlegen können. Kaum Schaden. Nicht so wild. So hat er überhaupt nichts fallen lassen. Nee. Aber hier ist irgendwas. Na, abgeschlossen. Okay. Wo ist denn der Schlüssel? Ah, da vorne. Stimmt. Timerisch. Na, ich jetzt so blöd die blöde Truhe aufzumachen habe. Aufgeschlossen. Habe ich das zur Kiste schon genommen? Was ist das denn? Besseres Versteck hätten sie sich nicht raussuchen können. So. Runter. Ey, ich bin jetzt blöd hier, diese komische. So, dann gehen wir mal hier hin und dann. So, jetzt von außen. Also, das muss doch jetzt gehen. Zack. Aha. Siehst du mal. Da war jetzt irgendwie ein Quest wieder. Schauen wir mal nach. Bist du von Weißgarten Nebenquests im Kampf gefallen? Sammle sie alle. Teufel. Temerischer Schatz. Lies das Dokument, was du gefunden hast. Oh. Okay. Den temerischen Schatz finden. Machen wir doch, oder? Wir holen uns einen temerischen Schatz. Komm, Plötze, wir brauchen einen temerischen Schatz. Ist doch gar nicht so weit weg. Dann müssen wir rüber. Temerischer Schatz. Oh, ein Fragezeichen. Ein Fragezeichen. Was ist denn das? Ein Fragezeichen. Vielleicht wieder so ein toller Ort der Macht oder so. Das Medaillon regiert. Das muss ein Ort der Macht sein. Eine Erscheinung. Ein Schutzschild. Ist hin. Ist weg. Scheint. Hier hat der Wacht. So, einen Fertigkeitspunkt haben wir erhalten. Und hier vorne habe ich auch schon wieder was gesehen. Hier können wir durch die Tür. Nice. Was gibt's denn hier? Da ist es. Okay. Beil. Pilze.
Viper Silberschwert, okay. Oder die Handschuhe und neues Wasser. Okay. Oh, hier ist eine Truhe. Nice, nice. Neue Schwerter. Und noch mehr Pilze. Ja, cool. Gucken wir uns doch mal direkt an die Schwerter hier. Das ist schon mal besser als der, den wir jetzt haben. Der Rest ist nicht so gut. Die Handschuhe sind besser als die, die wir jetzt dran haben. Ups. So. Dann. Cool, cool. So. Gut, was haben wir hier? Hat. Krähenauge. Was ist denn das hier? Krähenauge. Das ist Schöllkraut. Der Schöllkraut ist auch ziemlich wichtig, glaube ich. Den können wir nicht ausnehmen. So 117 Meter noch bis zum Temerischen Schatz. Boah. Seid ihr auch so aufgeregt vor dem Temerischen Schatz? Geralt ist nicht so aufgeregt. Der möchte eher noch hier ein bisschen Geißblatt sammeln. In der Windmühle ist der Temerische Schatz. Wo ist der Schatz? Schatz? Da geht's nach unten. Hallo. Boah. Floren. Ein Kavalleriestiefel. Federhautöl, Glanz, Insektoidenöl, Roggenschnaps. Ja. Noch irgendwas hier? Das war's schon. Schnaps und ein bisschen Zeug. Aber gut. Why not, ne? So. Ich will mal die Belohnung abholen. Komm her, du Plätze. Weiter so, Plätze. Falls wir nicht wieder auf dem Weg zu der Belohnung schon wieder irgendwas anderes finden. Da mussten wir lang. Wieder an den. Das wird ja vibriert. Das kennen wir doch schon, Geralt. Das hast du schon. Schnell rausgekriegt, was das ist. Bleib in den Bäumen hängen. So. Hier. Da müssen wir wieder auf die andere Seite von dem Fluss. Da vorne ist die Feste, wo wir hin müssen. Ein bisschen schneller. Warum kann ich das nicht einfach hier abgeben? Das wäre viel einfacher. Blödes Pferd. Hüpf. Oh, das hat wehgetan. Das ist mal ein bisschen. Hoffen, dass wir keinen Gegner haben. Ne? So, ding, ding, ding. Diesmal kommen wir, glaube ich, von der anderen Seite an. Wölfe. Ein bewachter Schatz. Ich sag mal, hoffentlich kommen keine Gegner. Dann müssen wir ein bisschen verstärken mit dem Donnertrank. Zack. Und. Bark machen wir auch noch platt. Ja, Wölfe sind nicht so das Problem, Leute. Wir haben ja immerhin schon einen Greifen erlegt. Okay. So, was haben wir denn hier in dem Schatz? Lederarmbänder, Kohle und Lederstücke. Mondscherben. Also mehr Materialien, ne? Aber einem geschenkten Gaul, ne? Das Schwert wegstecken, nicht, dass die gleich denken, wir wollen hier irgendwie angreifen. Die haben uns ja schon mal platt gemacht hier. Müssen wir ja
Schon von der Friedensbrigade ist das hier. Deinesgleichen hat dort gedient. Anderlinge. Ja, Anderlinge. Als Maul. So. Disziplin, die fehlt euch. Ja, dir auch. So. Was zum Teufel ist das? Roggen. Hältst du mich für blind oder blöd? Dieses Getreide ist verdorben. Das wusste ich nicht. Für blöd also? Verdammt, ihr lernt es nie. Militärkodex Artikel 2 Abschnitt 3. Auf die Lieferung schadhafter Güter stehen 15 Knutenhiebe. So soll es sein. Nein, bei den Göttern, nein! Was? Vorbei, der Gutmensch, wa? Du hast die freundliche Maske also fallen lassen. Das war keine Maske. Ich habe die Hand ausgestreckt. Diese Leute haben drauf gespuckt. Vielleicht, weil sie das Schwert hielt, mit dem ihre Lieben getötet wurden? Ein Moralist! Und was hättest du an meiner Stelle getan? Ich hätte nie an deiner Stelle gestanden. Sag mir, was du hier willst. Ich habe meinen Teil der Abmachung erfüllt. Wo ist Yennefer hin? Nach Vysima. Dann war sie die ganze Zeit nur eine Tagesreise entfernt. Vor meiner Nase. Das hättest du gleich sagen können. Ja, hätte ich. Aber dann hättest du den Greifen nicht getötet. Wie du mir. Halt! Wir sind noch nicht fertig. Dieses Gold gehört dir. Damit du nicht sagst, du wärst unzureichend entlohnt worden. So klar, nehme ich. Warum nicht? Von irgendwas muss der Hexer ja auch seine Zeug kaufen, ne? Bitte aufhören! Was ist denn das hier vorne? Zutaten sammeln. Der Kaiser wird uns führen. Geradewegs nach. Ah, hier kann man die Rüstung verbessern, okay. Hier. Losung? Keine Ahnung. Dann gehst du wohl spazieren, was? Und zählst die Schwerter des Kaisers vom Einschlafen. In der Armee gibt's einen Ort für Schnüffler. Das Schafott. Und für dickköpfige Quartiermeister gibt's da auch einen Ort. Im Scherzen bist du gut. Und im Feilschen? Kannst du das auch? Was hat er denn anzubieten? Zeig mir deine Waren. Was hat er hier? Entermesser. Timerischer Dolch. Rostiges Schwert. Langschwert. Das ist schon mal besser als das, was wir haben. Kostet allerdings schon fast unser ganzes Geld. Ist das ein Feuerhaken? Okay. Können wir noch nicht benutzen. Wir können ihm jetzt hier erstmal die Kette verkaufen. Die will er anscheinend hier haben. Und hier noch die Schwerter, die wir nicht mehr brauchen. Ist irgendwie ein bisschen komisch, dass man hier bei den Schemata auch wieder nicht sieht, was die denn können. 4, 4, aber ich kaufe die einfach mal. So, hier ein Waffenreparaturset. Noch nicht so schlecht. Dann schauen wir mal, ob er uns was herstellen kann. Handwerk. Ah, das ist das Schwert, was er da hat. Das, guck mal, da brauchen wir 3 Silber für. Und noch ein Leder haben wir schon. Benötigt Stufe 12. Okay. Aber das Ding, was der doch hier im Handel hat, das konnte man noch nehmen, oder nicht?
Moment, wo war das denn? Rostiges Schwert. Hier, Glanz. Ist das das nicht? Handwerk. Glanz. Okay, das ist anscheinend ein besseres Glanzschwert, weil das macht 125 Schaden, wenn das andere macht nur 5 Schaden mehr. So, was mit dem? Das können wir benutzen. Dafür brauchen wir dieses grüne Zeug. Was ist das? Smaragdstaub. Und wir brauchen Silberbarren. Hat er das denn? Hat er das? Smaragdstaub hat er. Das sehe ich schon hier. Nicht genügend Münzen. Boah, der ist teuer. Guckt euch das mal an. Boah. Okay. Und müssen wir was zerlegen. Silbererz. Stahlbarren kriegen wir hier raus. Was kriegen wir hier raus? Lederbänder und Zwirn können wir auch machen. Da kriegen wir Silber raus. Da kriegen wir Eisen. Da kriegen wir Holz. Kostet doch alles. Wachs und Schnur. Kann man denn auch Silberbarren machen? Eisenbarren? Lederstücke? Seide, Silberbarren. Ja, da brauchen wir halt das Silber dafür. Aber das können wir durch das Zerlegen von diesem Silbererz herstellen, ne? Hier, zack. So. Handwerk. Stahlbarren, Silberplatte. Silberbarren, okay, wir haben auch mal 10 Stück von. Das ist ganz schön krass. Naja, gut. Bis dann. So, Inventar. Wir haben neue Stiefel, habe ich gesehen. Aber jetzt wissen wir wenigstens, wo wir hier unsere Ausrüstung ein bisschen aufpeppen können. Nämlich bei den Schwarzen. Hier wird er wieder verprügelt. Hier dürfen wir nichts klauen. Das haben wir jetzt ja auf die harte Tour gelernt. Aus dem Weg! So, wir gucken auf die Weltkarte. So, und sehen, wir haben hier noch ganz viele Fragezeichen offen. Und ich glaube, ehe wir zum Visimir gehen, würde ich mal versuchen, die ganzen Fragezeichen hier alle mal aufzudecken. So, dann gehen wir als nächstes jetzt dahin, aber erst mal ein bisschen meditieren, damit wir wieder voll sind. Zack, so. Dann schauen wir doch mal, was es da so gibt mitten im Fluss. Ein bisschen schwimmen, die Schwimmfolge heute hier. Schwimmen und Greifen erliegen. So, hier müssen wir raus aufs Meer. Oder auf den See. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon so. Oh, ein Ertrunkener. Oh, nein. Zurück. Ah. Der macht uns doch platt. Der kommt da gleich. Ah, hier ist noch Zeug. Oh, noch Zeug. Gut. So. Wie kriegen wir das denn jetzt hin? Den Ertrunkenen da. Unten lang wir an Land. Hier. Glocken.
Ihr habt den Totenkopf ja gesehen. Da sind noch 3 Stück von denen. Naja. Das machen wir in der nächsten Folge. Versuchen wir mal irgendwie in diesen Schatz da mitten im See zu kommen, oder? Sind's jetzt weg? Schwimmen nochmal. Komm, schneller, schneller, Geralt. Ich sehe den Schatz schon auf der Karte. Jetzt lass keinen Ertrunkenen kommen, bloß nicht. Ja, da ist er. Der Jägerhose und Floren. Ah. Schneller. Auftauchen. Tauch auf, Geralt. Ah. Auftauchen. Du sollst auftauchen. Oben am Wasser bist du schneller, glaube ich. So, schnell schwimmen. Nein, nicht tauchen. Auftauchen. So, und schnell schwimmen. Boah, der zieht uns wieder nach unten. Drecks. Ja, das ist unser Tod. Noch eine Attacke und wir sind hin. Ja, Mist, wir waren fast am Ufer. Oh. Oh je. Der Tod von Geralt von Riva, ertrunken. Auf der Suche nach einem Schatz, der aus irgendwas Komischem bestand. Haben wir das denn jetzt wenigstens hier? Haben wir das wahrscheinlich nicht im Inventar, ne? Kavalleriestiefel. Wir haben uns auch die ganzen Sachen jetzt noch nicht gekauft. Das mache ich jetzt off air, da müsst ihr euch jetzt nicht nochmal angucken. Leute, bis zum nächsten Mal. Euer Quali. Tschüss.